Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Wii U. In diesem Part möchte ich euch das Stadion zeigen. Da geht ihr einfach auf weitere Modi, dann Solo und dann Stadion. Und wir machen hier als erstes Scheibenbomber. Ich sag euch einfach mal, wie das funktioniert. Ihr müsst einfach eine Bombe, die da gleich jetzt kommen wird, müsst ihr einfach Prozente hinzufügen und dann müsst ihr sie wegballern. Am besten macht ihr das mit einem Charakter, der so einen guten Aufladesmash hat. So einen richtig guten Aufladesmash hat. Ich muss sagen, ich spiele am liebsten mit Link. Ich glaube, ich versuche es mal mit Ike. Es gab da, wie gesagt, drei verschiedene Stationen. Und die versuchen wir mal zu schaffen. Immer so ein bisschen abschätzen müsst ihr. Genau, jetzt. Es gibt ja auch verschiedene Dinge zusammen, wie zum Beispiel Trophäen oder so. Und dann geht es hier einfach um Punkte. Zwei Runden habt ihr dafür Zeit, um die Bombe hier zu vermöbeln und sie wegzuschicken. Manchmal geht sie auch selber los. Das ist dann natürlich ein bisschen scheiße. Ihr müsst immer versuchen, eine Kettenreaktion hinzubekommen, wie ich das hoffentlich geschafft habe. Nein, schade. Okay, wir haben Hexer-Technik bekommen. Und ich gehe mal lieber raus und mache das mal nochmal mit Linky Boy. Ich fand nämlich mit Linky Boy kam das wirklich am geilsten. Hier. Linky Boy. Mit Linky Boy war das echt so ein bisschen leicht. Jedes Stadion, jede Mission geht auch. Ja, irgendwann geht halt die Bombe von alleine hoch. Das ist halt das größte Problem, was ihr beim Scheibenbomben habt. Und ihr müsst halt immer versuchen, eine Kettenreaktion hinzubekommen. Ja, ich versuche das jetzt mal so. Genau. Ach, nee, war nicht so schön. Nee, ich habe da hinten das nicht erwischt. Okay, pass auf. Einmal versuchen wir es nochmal. Ein erneuter Versuch. So. So. Ah Mann, ich will das Aufladeschlag machen, aber manchmal macht er das nicht. Und wie habe ich das hier, die Kettenreaktion nicht bekommen? Warum habe ich die Kettenreaktion nicht bekommen? Das gibt's doch nicht. Ah, das war wieder eine Scheißrunde. Na, eigentlich ist es ziemlich leicht. Aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Das ist halt wieder der Vorführungseffekt, den man ja so gerne kennt. Ja, davon gibt es drei verschiedene Stages, die muss man machen. Man muss da auch bestimmte Rekorde schaffen, um bestimmte Meilensteine zu schaffen. Jetzt machen wir erstmal den 10er Smash. Und wie der 10er Smash es schon andeutet, muss man 10 Gegner in bestimmter Zeit schaffen. Wir kämpfen jetzt mal mit Toon Link hier. Und wir müssen natürlich jetzt erstmal die Gegner rausklöppeln. Wie gesagt, eine Zeit vorgegeben ist hier uns nicht. Wir müssen einfach nur die Gegner rauskloppeln. Die sind auch auf einem ganz ordentlichen Schwierigkeitsgrad. Am besten ist es mit Palutena. Also da habe ich es in 24 Sekunden geschafft. Mit Toon Link werde ich das nicht mehr schaffen. Nein. Dann kommt hier noch eine ziemlich große Version, die ist am meisten nervig, weil die schwieriger rauszukicken, klöppeln ist. Die anderen Versionen, der wehrt sich leider auch. Aber da kommen auch manche Items, die haben es jetzt hier in 37 Sekunden geschafft. Hat ziemlich lange gedauert, mit Palutena habe ich das in 24 Sekunden geschafft. Aber den 10er Smash mag ich jetzt auch nicht. Dagegen der 100er Smash ist schon deutlich anspruchsvoller. Da kann man immer wunderbar mit Donkey Kong abgehen. Und zwar wunderschön mit seiner B-Attacke. Einfach nur hier stehen bleiben und dann kommen die Gegner von alleine. Und dann muss man hier einfach nur stehen bleiben, bis die Gegner kommen. Das, mit Donkey ist es übrigens eigentlich absolut leicht. Man wird halt hier ziemlich oft getroffen. Das ist das halt einfach Nervigste. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber so insgesamt machen die halt viel Schaden. Man muss das halt hier schaffen.
Es gibt wirklich Charaktere, mit denen ist das fast gar nicht zu schaffen. Ich sag mal zum Beispiel Pikmin ist das Ding dann zu 100% nicht zu schaffen, weil es kommen ja auch kein High-Item. Wie ihr seht, kommen ja auch Items und auch normale Gegner, wie gerade der finstere Pit. Also es ist schon ziemlich anspruchsvoller. Man muss hier halt hoffen, dass man nicht getroffen wird und dass die Gegner schnell spawnen. Ich musste dafür einen Meilenstein-Taube machen. Da musste ich in 2 Minuten 30 den schaffen und ja, hatte ich auch wunderbar geschafft. Leider ist es halt ziemlich nervig, vor allem, weil die halt immer wieder angreifen, die kleinen Assis. Mit Donkey ist das, wie gesagt, am absolut leichtesten, weil halt nur immer schön mit der unten B-Attacke angreifen kann. Im neuen Rekord-Dingner wird das nicht. Bisschen auf dem. Ja. Warum hat sich doch. Ja. Man musste halt in einer bestimmten Zeit erschaffen. Ist ein ziemlich nerviger Modus. Also den Scheibenbomber und das, den Homeborn-Wettkampf mag ich, aber die hier nicht, muss ich sagen. Dann den 3-Minuten-Splash. Wie es auch der Name schon sagt, muss man 3 Minuten mit irgendwelchen Gegnern kloppen. Ich habe das hier mit Bowser geschafft und da nehme ich jetzt mal einen Ganondorf. Ich hoffe, ich schaffe das in 3 Minuten. Natürlich ist das hier wie beim 100er Smash, dass man immer wieder von den nervigen Gegnern, von den nervigen Mies angegriffen wird. Da wäre zum Beispiel natürlich auch Donkey jetzt vom Vorteil. Also fast in. Mann, leck mich doch am Arsch! Ich habe jetzt schon 83%. Ziel ist es natürlich, so viele Gegner wie möglich rauszuschmeißen, aber das ist natürlich nicht gerade einfach. Auch wenn die Gegner leicht rauszuschmeißen sind, trotzdem ist der Modus ziemlich schwierig und nervend aufreiben, vor allem wenn man das hier schaffen möchte. Ich hoffe, dafür gibt es keinen Meilenstein, also zumindest habe ich bisher noch nichts gelesen, dass man hier eine bestimmte Anzahl von Gegnern wegsmashen muss. Gott sei Dank. Aber ich denke mal, das könnte. Warum schmeißt er sich da nach unten? Ich wollte mich doch nur retten und dann hat er so einen Gegner gepackt und nach unten geschmissen. Nein, ich wollte gar nicht erneut versuchen. Das nervt manchmal auch. Und vor allen Dingen kommst du hier meistens nicht drauf. Musst du links, rechts, A und Plus drücken. Was eine scheiß Kombo. Hätte man dafür nicht eine bestimmte Taste, wie zum Beispiel Minus hinlegen können oder Plus, hätte doch gereicht und dann hätte man einfach schreiben können, ja, willst du das Spiel verlassen, ja oder nein? Gegner-Smash, besiege mehr Gegner als dein Rivale. Ah, das machen wir jetzt nicht. Endlos-Smash ist klar, Brutalus-Smash, den zeige ich euch auch mal. Mein Rekord ist mit Pikachu, ich versuche es jetzt mal mit DK. Man muss versuchen, einfach nur einen Gegner zu, man muss einfach versuchen, so viele Gegner wie möglich zu besiegen. Und das ist ziemlich schwer, vor allem, weil die Gegner hier extrem stark sind. Und zwar sehr overpowered. Und warum Donkey jetzt sich zu drehen eine Kopfnuss gemacht hat, das weiß auch nur Donkey. Mit Pikachu ist es ja noch am leichtesten, muss man sagen. Weil man halt mit Pikachu seinen Donner spammen kann. Mit mehreren Spielern ist es auch noch leichter, weil man da halt mehrere Leute hat, mit denen man kämpfen kann. Aber empfehlenswert ist es halt mit Charakteren, die starken Attacken drauf haben. Bestimmte Attacke und vor allem immer die gleiche Attacke zu spammen. Eventuell auch um mal zu blocken, aber ihr seht, wie brutal das hier ist. Man fliegt auch ziemlich schnell raus. Das liegt nicht daran, dass ich einfach kein Skill habe in diesem Spiel. Das liegt einfach daran, dass dieser Modus ziemlich brutal ist. Heißt ja auch Brutalus Smash. So, als nächstes kommen wir zum Homeboard-Wettkampf. Den werde ich euch jetzt ein bisschen zeigen. Mein Rekord ist mit Gentorf, den habe ich auch als Video gespeichert, den zeige ich euch gleich. Mein Rekord, den habe ich gerade eben erst aufgestellt, war ich ziemlich glücklich. Mit wem machen wir es denn? Genau, wir machen es jetzt einfach mal mit Gentorf. Clou ist einfach, den Sandsack so weit wie möglich wegzukicken und natürlich am besten hier mit dem Baseballschläger, einfach den Baseballschläger nehmen und dann zuschlagen. Was ich leider jetzt nicht hinbekommen habe. Man muss dem Sandsack, so mehr man dem Sandsack Schaden zufügt, desto weiter fliegt er. Das ist natürlich so logisch.
Und ich fasse es einfach nicht, dass dieser Drecksandsack hinter mir geflogen ist. Der hatte 140. Hätte mir vielleicht sogar noch einen Rekord geschafft. Ich bin sehr ehrgeizig in diesem Spiel, muss man sagen. Fein, was diesen Modus angeht. Und manchmal macht er es halt nicht, diese Scheißanzeige. Also Zeitanzeige. Also vor allen Dingen bei dem Modus bin ich ziemlich ehrgeizig, muss man sagen. Mann, mach es doch! 131! Der hätte so schön geflogen. Ich zeige euch gleich auch meinen Rekord. Genau, ich zeige euch jetzt einfach mal. Ich will das jetzt schon richtig machen. Komm. Also so ist es halt, der Clou. Ich zeige euch gleich meinen Rekord. Na, ich nehme jetzt mal 3-3 den Schläger und kicke ihn mal weg. Ja, könnte... das könnte gut fliegen. Ah, 700. Ah, knapp 800, okay. War jetzt zwar nicht mein Rekord, aber trotzdem eine gute Wertung, muss man sagen. So, ich möchte euch natürlich jetzt natürlich noch meinen Rekord zeigen. Dafür müssen wir zu Truhe und dann Videos. Ja, hier kannst du gespeichert Videos ansehen. Hier haben wir es. Abspielen. Kann ich euch ja mal zeigen. Das ist ziemlich schwer. Es gibt auch eine Meilenstein, wo man es schaffen muss, wirklich 1000 zu schaffen. Also das ist schon ziemlich schwierig, der Homebound-Wettkampf. Muss man echt abschätzen, wie man das macht. Man muss natürlich hier auf ja wunderbar getroffen. Und dann fliegt er hier wunderbar weg. Das ist zurzeit mein Rekord. Und ja. Das war's eigentlich schon vom Stadion. Also mehr gibt es nicht vom Stadion. Es gibt natürlich noch das Stadion mal 2. Nein, nicht All-Star. Mann. Wollte ich doch gar nicht. All-Star, du. Und zwar wollte ich euch das Stadion... Also genau den gleichen Quatsch kann man halt auch Multiplayer spielen. Kann man machen, wenn man möchte. Muss man jetzt aber nicht zwingend. Und ich würde sagen, genau, dafür noch Zeit ist, zeige ich euch mal den Laden. Und zwar bekommen wir hier jedes Mal Münzen. Und die kann man dann hier eintauschen. Man sieht auch hier schon, welche man freigeschaltet hat und welche gerade runtergesetzt ist. Ich kaufe meistens die, die vom Prozentzahl gerade runtergesetzt sind. Oder halt ziemlich coole Charaktere, wie zum Beispiel den hier. Es gibt ziemlich viele. Ich habe versucht mal im Internet rauszukriegen, wie viele Trophäen es gibt, aber leider gibt es da nichts. Ich kann euch mal zeigen, wie viele Trophäen ich mittlerweile habe. 256, da seht ihr sie alle mal. Also, ich habe auch schon ziemlich coole, wie man sieht. Geht. Ne? Es gibt auch einen bestimmten Trophäenrausch und den möchte ich euch noch in diesem Part zeigen. Ja, den kriegen wir locker noch in den Part rein. Und zwar müsst ihr da Donkey Kong nehmen. Also wenn ihr das Spiel selber habt und den Trophäenrausch spielen wollt, nehmt wirklich Donkey Kong und nur die unten B-Attacke. Und zwar kann man hier jetzt Geld investieren, also dieses Gold, das man hier bekommen hat. Man kann höchstens 90 Gold einsetzen und dann kann man für 2 Minuten 30 Kisten zerstören und dann füllt sich da so eine Leiste und wenn die Leiste voll ist, dann kommt Trophäen. Das geht halt 2 Minuten 30 so lang. Ich werde jetzt kurz meine Klappe halten, weil ich versuche hier jetzt einen neuen Rekord aufzustellen. Wichtig ist halt vor allem auch, dass hier ja, diese Dinge auftauchen, die euch kaputt machen wollen. Da ist, taucht auch manchmal dieses Sternding auf. Das müsst ihr vor allen Dingen wissen. Kaputt machen und solltet euch halt nicht treffen. Solltet ihr runterfallen, dann geht die ganze Plattform hier kaputt und ihr verliert ja das, was hier drauf ist und dürft halt nochmal von neu anfangen. Genau, jetzt kommt das hier, dieser Modus und man sollte halt immer wieder schön schnell ausweichen, damit man hier nicht getroffen wird. Ein bisschen Gold kann man hier auch noch einsammeln. Die Leiste füllt sich, geht nicht komplett runter, sondern sie geht nur ein bisschen runter. Mit Donkey Kong ist das halt ziemlich leicht, weil man halt diese B-Attacke hat und... Nein, 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 jawohl. Man muss halt auch nur dabei achten, wenn da dieser Pfeil da kommt, dass man halt wirklich Entdeckung geht und nicht sagt, okay, jetzt
mir das scheißegal, jetzt interessiert mich das nicht. Sondern ihr müsst darauf echt achten. Das ist wichtig, dass ihr darauf achtet und eventuell zum Beispiel eine einzige Trophäe jetzt mal in Ruhe lässt und jetzt sterben lässt. Und nein, oh was, warum bin ich jetzt, warum hat es mich erwischt? Jawohl, mit dem Kopfnuss kann man auch noch richtig schön abgehen. Immer schön auf den Himmel achten. Also da auf dem oberen Bildschirm achten, damit da das nicht eintritt. Wie gesagt, immer schön abgehen. Was? Wieso bin ich jetzt gestorben? Warum bin ich jetzt gestorben? Ich weiß nicht, warum ich gestorben bin, Leute. Ohne Witz. Leider müsste man da auch aufpassen. Wahnsinn! Oh Mann, wieder 10 Sekunden minus. Man stirbt, dann kriegt man auch 10 Sekunden abgezogen. Und das ist das Böse. Vielleicht kriegen wir noch eine Runde. Ich glaube aber nicht. Es wird natürlich immer extremer. Das ist klar. Oh, komm, ich will noch eine Runde haben. Nee, das geht nicht, oder? Nein, vor allem, was mich Spiel verarschen will. Ja komm, geradeaus Vollwolle. Und dann bekommt man hier... Ja, 24 Trophäen haben wir erhalten, 4 Individual-Items und 176. Das war eine ziemlich schlechte Runde, muss ich sagen, von mir. Wo neu ist, da steht auch drauf, dass ich diese Trophäe schon neu bekommen habe. Das sollte man vor allen Dingen am Anfang machen. Und vor allem, wenn man diese Individual-Items farmen möchte. Die kommen ab und zu drauf, raus. Ist halt mit Code mit Donkey und mit Donkey ist es halt am leichtesten. Ja, jetzt kann ich euch noch die Übersicht schnell zeigen beim Trophäenrausch, also beim Trophäending. Hier habt ihr halt alle Trophäen, dann ist das noch unter Titeln, also unter zum Beispiel Punch-Out, dann Pokémon. Dann sind es hier noch auf bestimmte Kämpfer und auf Areale. Dann könnt ihr sie zum Beispiel in einer Vitrine hier noch zeigen. Hier zum Beispiel Mega Man und seine Freunde, da wird dann halt das noch unterteilt. Hier zum Beispiel Sonic war das, glaube ich. Hier zum Beispiel nochmal Sonic und da wird das halt immer wieder aktualisiert, welche Trophäen ihr gerade neu hier habt. Zum Beispiel Wonderful 101. DS zum Beispiel oder 3DS, dann hier Wii. Da gibt es halt verschiedene Kategorien. Dann könnt ihr auch noch die hier so präsentieren. Moment. Ja. Genau, hier. Könnt ihr halt hier noch so ein bisschen durch die Gegend angucken. Könnt ihr halt auch noch zoomen. Wunderschön die Statue ist. Könnt ihr natürlich hier noch rauf und ab. Na. Ja, nach links und rechts. Hier den Hintern beobachten. Wer kackt. Dann den Hintergrund ändern könnt ihr auch noch, wenn es euch beliebt. Dann mit ZR kann man es ausmachen, damit ihr das in voller Pracht sehen könnt. Und mit B geht es halt auch zurück. Dann noch eine kleine beim Schauplatz. Möchte ich euch auch noch was zeigen, damit ich auch die Trophäen komplett habe. Genau. Zwar gibt es hier ein Foto, also wenn ihr so eine SD-Karte in eurer Wii U drin habt, die habe ich zum Beispiel gerade drin, dann können wir hier jetzt hier zum Beispiel eine Trophäe aussuchen. Was mache ich jetzt zum Beispiel? Nehmen wir zum Beispiel E-Scaler. Haben wir jetzt zum Beispiel E-Scaler und den können wir platzieren. Hier auf dem Wii U Gamepad könnt ihr jetzt nach Belieben, also ihr seht das jetzt auf dem Wii U Gamepad, also ihr seht das auf dem Fernseher leider nicht. Ich kann jetzt zum Beispiel das hier bewegen. Dann, wenn ich hier was anderes andrücke, dann kann ich zum Beispiel das, den Escalar bewegen, hin und her, Y-Achse, dann auch skalieren, also größer machen, kleiner machen, dann hier in ihn verschiedene Sets zu stellen. Zeige ich euch jetzt mal alle 4 Sets, die verfügbar sind. Oder das hier ist auch noch verfügbar, dann kann man auch noch einen weiteren hinzufügen, wie zum Beispiel den da. Fügen wir jetzt noch zusammen. Dann fügen wir Glurak noch zusammen. Den Turban machen wir auch mal dazu. Bis zu 4 Charaktere könnt ihr machen.
könnt hier wieder auf Bewegen gehen, könnt den wieder hierher ziehen. Glurak ziehen wir jetzt auch mal hierher. So, der steht jetzt ein bisschen scheiße und kann man den bewegen, vielleicht noch so auf den Kopf drehen, falls ihr lustig seid. Könnt ihr den auf den Kopf drehen, falls er ihn nicht mag. Könnt auch zum Beispiel per Touch das antippen, könnt zum Beispiel auch hier das Ding wegmachen, könnt auch zum Beispiel den Schatten wegmachen. Dann könnt ihr das noch so ein bisschen skalieren, also dann seht ihr das besser, dann hier normal. Und auch machen. Fokus, ja, passiert eigentlich nichts. Dann könnt ihr bestimmte Dinge zurücksetzen. Und ja, Zoom geht natürlich auch hier. Zoom, rein und raus zoomen. Und dann gibt es da unten noch ein Fotoapparat und dann könnt ihr euch das Foto speichern und auf die SD-Karte speichern. Ich kann euch ja zum Beispiel meine Meisterwerke zum Beispiel zeigen, die ich bisher in diesem Schauplatz gemacht habe. Wenn ihr die sehen wollt, dann geht ihr auf Album. Und ja, hier habe ich zum Beispiel ein Bild mit Pokémons, mit Evoli, Otaro, Knackrack und Palkia. Hier haben wir noch so ein Bild, habe ich leider jetzt doppelt, wurscht. Nochmal dreimal. Hier mit Mega Man und drei schönen Damen. Und hier, das war ein kleines Testbild. Ja. Da habe ich aus Versehen mal ein Bild gemacht. Sieht aber trotzdem ziemlich lustig aus, kann es sein? Sieht voll lustig aus, das Bild. Ja. Ja, mit Minus können wir das natürlich noch löschen, denn dann können wir eine Dia-Show machen. Wir können da ein bisschen zeichnen, können das hier ausblenden. Und können zurück, ja. Dann haben wir hier noch Filme. Also man sieht hier die ganzen Filme, Endsequenzen, auch von den ganzen Charakteren, mit denen man schon durchgespielt hat. Zum Beispiel den All-Star-Modus oder den klassischen Modus. Dann kann man sich da nochmal die Endsequenzen angucken, falls es einem liegt. Man hat hier auch noch die Statistiken. Chronologie, was euch zum Beispiel das macht. Zum Beispiel am 1.1. habe ich 200 Kämpfe bestritten. Dann kann man sich auch noch Tipps holen, falls man zum Beispiel irgendwas nicht weiß. Ja, das war's im Grunde genommen, aber es gibt natürlich noch mehr zu sehen bei Super Smash Bros. Wii U und den Rest gucken wir uns im nächsten Part an. Bis dann, Leute, und ciao.